Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Podcast Tai Chi Jederzeit. Heute nochmal mit Martin Neumann aus Berlin. Die letzte Folge findet ihr online, das war Folge 20 und wir sind jetzt in Folge 21. Hallo Martin, grüß dich. Ja, sie Beate. Wir haben ganz viel gesprochen über deine Kunst und zwar jetzt nicht nur Tai Chi, sondern auch die andere Kunst, die dich beschäftigt, das ist die Musik. Wir haben in der letzten Folge noch gar nicht so richtig viel über dein Tai Chi gesprochen. Was machst du denn für einen Stil? Ma Zun Quen Tai Chi Chuan. Und das ist, ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein Stil ist, das ist eine Schule. Eine Tai Chi Schule, die in Deutschland gibt es einige Schulen, aber eben noch nicht so diese große Bekanntheit auch hat, ist eine Schule, die also von Ma Zun Quan begründet wurde, der ähnlich wie Chen Man Ching über Taiwan emigriert ist und dann aber eben nicht nach New York gegangen ist, sondern nach Buenos Aires. Und der dort maßgeblich auch diese Art des Tai Chi entwickelt hat. Und durch Fernando Schedel wird diese Art des Tai Chi weitergeführt. Und Fernando Schedel ist auch mein Lehrer. Ma ist ja ein sehr verbreiteter Familienname in China. Also dieser Herr Ma hat mit Mahjong-Bao nichts zu tun, oder? Ich glaube, nein, nein, also hat es nicht. Wodurch zeichnet sich diese Richtung aus? Ich habe vor 15 Jahren, als mein damaliger Lehrer etwas länger her auch schon gestorben war, Yang-Stil geübt. Vor allem habe ich einen Tai Chi gesucht, ja, eine Richtung gesucht, die für mich noch ein bisschen mehr hineingeht als das, was ich vorher geübt habe in die Tiefe. Also ein Toisho, das mich überzeugt und habe mir da verschiedene Richtungen angeschaut. Und das allererste, was für mich die Überzeugungskraft hatte, mit Ma Zun Quan Tai Chi zu beginnen, war das Toisho und die Partnerarbeit darin. Ob es jetzt schnell oder langsam durchgeführt wird, es ist genau die gleiche Qualität. Ja, und das hast du oft im Tai Chi, dass die Qualität sich mit der Geschwindigkeit ändert. Wie ist denn ein Toisho, das dich nicht überzeugt? Was mich nicht überzeugt, ist ein technisches Toisho. Also zum Beispiel unglaublich viele Pattern, die es bei uns im Stil kaum gibt. Es gibt einige Pattern, vor allem wenn es um Schritte geht, aber im Fixstep, also im Dingbo, wenn du stehen bleibst, Toisho, gibt es so gut wie keine Pattern. Und diese Pattern oder diese Muster, diese Routinen sind eine Möglichkeit, natürlich den Zugang zu finden, aber sie sind auch ein Rahmen, der da gesteckt wird und wo häufig ein Automatismus passiert und kein lebendiger Austausch mehr stattfindet. Ja? Und man sich dann auf einen Bewegungsablauf einigt. Das ist so wie beim Tanz, als wenn du etwas abtanzt, aber kein wirklicher Austausch stattfindet und auch keine, ich sage jetzt mal, Ehrlichkeit in der Kraftbeziehung. Wenn du keine Routinen und Patterns hast, willst du dich ja aber trotzdem an die Tai Chi-Gepflogenheiten halten. Ist das nicht ohne erstmal Routinen und Patterns eingeübt zu haben etwas schwieriger? Schwieriger, weil du hast nicht so viel, woran du dich festhalten kannst. Leichter, weil du hast nicht so viel, woran du dich festhalten musst. Also es ist beides. Ja? Dieser Rahmen, der da gesetzt wird, gibt für die ersten Schritte einen Zugang, so wie ich es eben gerade gesagt habe, hält dich aber auch leicht davon ab, den Tai Chi-Prinzipien zu folgen, sondern ein Bewegungsablauf. Und wenn du die Tai Chi-Prinzipien und die Funktion dieser Bewegung hast, braucht es sehr viel Aufmerksamkeit immer auf das aktuelle Geschehen und du kannst es halt nicht die Aufmerksamkeit auf etwas legen, was du schon kennst und dadurch Bekanntes wiederholen, sondern es ist immer in jedem Moment neu. Das ist schwerer, aber um dann ein lebendiges Toisho zu finden, leichter, ja, weil es einfach dann den Zugang dazu bahnt. Glaubst du, dass wenn man Fixed Patterns übt, also diese vorgegebenen Bewegungsfolgen in der Zweierkonstellation übt, dass man dann eher dazu neigt, auch hart zu werden oder unachtsam zu werden, weil man ja immer wieder die gleichen Bewegungen macht? Also man macht die dann so automatisiert. Würde ich genauso sagen. Was ich nicht ausschließe, also ich kann natürlich Pattern üben und ich habe auch eine Form und es gibt auch Partnerformen. Ja. In Ma Zun Quan Tai Chi gibt es eine sehr, sehr spannende Partnerform, wo ich dann die Form übe, als wäre sie keine Form. Also wenn ich die Routine übe, als wäre sie keine Routine,
dann ist das in Ordnung. Dann kann man das so üben. Aber das ist natürlich, das ist eine große Herausforderung. Ja, und die Routine selbst ist so kraftvoll und so stark oft, dass es dann eher dazu kommt, dass man mal nach Zahlen durchführt und da dann sozusagen dann die Verhärtung entstehen. Ja, und das Fühlen nicht mehr die Bewegung bestimmt, die Wahrnehmung nicht die Bewegung bestimmt, sondern der bekannte Ablauf die Bewegung bestimmt. Ich versuche mir gerade konkret vorzustellen, wie das bei dir im Unterricht läuft. Wenn du Toishou unterrichtest, sagen wir mal, es gibt 5 Zweiergruppen und du gehst dann vielleicht herum und schaust, was die Leute machen und gibst denen Hinweise und sagst du dann immer wieder, Moment, das, was du jetzt machst, ist aber kein Tai Chi mehr, du bist jetzt gerade aus deiner Struktur raus oder wie läuft der Unterricht da konkret im Toishou-Bereich? Es ist so, dass ich über das Toisho immer mehr die letzten Jahre für mich und eben auch im Unterricht die Wahrnehmung schule. Das heißt, es geht sehr stark darum, dass ich mich wahrnehme, dass ich mich im Ganzen, das übe ich halt in der Soloform, in den Soloübungen, dass ich mich verbinde und dass ich dann im Toisho die Verbindung mit dem anderen finde. So, das ist jetzt erstmal die abstrakte Grundidee. Und rein praktisch sieht es so aus, dass ich wahrnehme, was mich vom anderen entkoppelt. Also was der andere bei mir im Kontakt anregt, also die Spannung im Körper und damit möglicherweise die Angst, die dann zum Festwerden und zum Kämpfen führt, also zum Kämpfen im Sinne von Widerstand oder Flucht oder Einfrieren. Das ist das, was ich versuche im Unterricht, dass diejenigen, die es bei mir lernen, immer früher eben wahrnehmen können, wann dieser Prozess in Gang setzt und dann ins Loslassen zu kommen. Das ist die Grundqualität. Ja, das haben wir die letzten Tage geübt, dass du Stopp sagst in dem Moment, wo du merkst, jetzt verhärte ich. So. Und dann ist entweder die Übung beendet oder du bleibst in dem Stopp und schaust, wie kannst du die unnötige Anspannung, die vermutlich aus Unsicherheit und Angst entsteht, ins Auflösen bringen und in eine fließende Bewegung bringen, oder die fließende Bewegung wieder zulassen, die dann das Problem, wenn man das so sagen kann, klärt und löst. Und da einfach wirklich ins Hören, ins Wahrnehmen, ins Fühlen zu gehen und darin zu bleiben. Und wenn diese Qualitäten da sind, entstehen übrigens auch Techniken. Ja, die Techniken sind ja nicht entstanden, weil jemand gesagt hat, die Technik ist sinnvoll, sondern die Techniken sind entstanden, weil in Problemsituationen, in der Beziehung, im Kampf, sich das immer wieder herausgestellt hat als sinnvolle Bewegung und dadurch dann eine Technik entsteht. Also mit Technik meinst du jetzt die 13 Bewegungen, Ba, Men, Wu, Bu, also die 8 Bewegungen und 5 Schritte, die man ja im Toishou üben möchte. Das ist es ja, warum ich Toishou mache. Und da sind die drin enthalten, sehr deutlich eigentlich. Also ich bin mir ja im besten Falle noch so ein bisschen bewusst, dass ich jetzt gerade Pang mache oder Lü oder Zi oder An. Seltener vielleicht Zai, Leo, Zhou oder Kao. Für mich sind das gar nicht die Techniken, für mich sind das die Qualitäten. Ja. Ich, ne, Tore, finde ich ein sehr schönes Bild, weil das ist die Verbindung zwischen zwei Räumen ist. Ne? Und das ist sozusagen was in der Beziehung zwischen mir und meinem Gegenüber einer Qualität in mir angeregt wird. Also wird zum Beispiel meine Expansion angeregt, das wäre ein Pangjin, wird mein Loslassen angeregt, das wäre vielleicht ein Lütjen, also ein Zulassen, das wäre ein Lütjen. Gibt es einen Sog nach unten, vielleicht für ein An, für einen Push? Gibt es eine Verhärtung in einem Moment, wo ein G eindringen kann? Und das sind die Qualitäten, die da sind, die dann nach den sinnvollen Techniken fragen. Also das Pang Jin ist für mich eine Qualität, die dann eine Bewegung formt, eine Bewegung gestaltet. Gut, das sind die Qualitäten. Was sind dann die Techniken? Die Bewegung, die aus den Qualitäten heraus entstehen. Aber wenn ich nur die Bewegung mache, habe ich nicht zwingend die Qualitäten. Absolut. Ja, deswegen sind halt die 8 Kräfte für mich nicht 8 Techniken, sondern eben, weil der Techniken gibt es ja unglaublich viel mehr. Ja, gibt es Tausende. Also die Techniken sind dann sozusagen, ist dann die Welt, die aus diesen 8 Kräften entsteht. Ja, man nennt sie Kräfte oder Energien, ne? Dann spricht man über Energiefluss. Wo kommt es jetzt her? Kommt es jetzt aus dem Fuß oder kommt es aus der Hüfte? Ne? Geht es übers Dantian? Entwickelt es sich den Rücken hoch bis in die Fingerspitzen? Das ist ja wahnsinnig interessant und ja, bleibt ein Leben lang super spannend. Also für dich ist Tuishou auch ein ganz essentieller Bestandteil deines Tai Chi Trainings und deines Tai Chi Unterrichts. Beim letzten Workshop ist mir der Satz rausgerutscht,
Würde es keinen Toisho geben, würde ich kein Tai Chi mehr machen. Ich würde sagen, in meinem Unterricht ist es also 70, 80% des Unterrichts ist Partnerarbeit. Also auch die Form versteht sich aus der Partnerarbeit. Und als du mit Tai Chi angefangen hast, war wahrscheinlich eher mal das Formtraining im Vordergrund und später kam erst Toisho hinzu, oder? Also ich habe Tai Chi angefangen, weil ich Karate geübt habe in meiner Jugend. Ich komme aus der DDR und das war also damals auch, ja, was es nicht so häufig gab. Und da habe ich das Glück gehabt, eine Tante in West-Berlin zu haben, die mir dann immer die Bücher geschickt hat. Und in einem der Bücher stand von Kanazawa, das ist ein sehr bekannter Karate-Lehrer, wenn du Karate gut können möchtest, solltest du Tai Chi machen dazu. Und dann dachte ich, ich möchte Karate gut können, also liebe Tante, schicke mir ein Tai Chi-Buch. Das hat sie dann gemacht und da war dann ausschließlich Formentraining. Also für viele Jahre ging es ausschließlich um Formen, wobei eben durch den Karate-Hintergrund immer die Idee war, auch zu schauen, was sind das eigentlich für Bewegungen. Du erzählst aber nicht, dass du Tai Chi aus dem Buch gelernt hast, oder? Ja. Hast du? Ja, es gibt diese, ich habe mit der 24er Peking-Form angefangen und das habe ich aus dem Buch Schattenboxen leicht gemacht gelernt. So ein schönes kleines Büchlein aus der Volksrepublik China, wo die 24er Peking-Form abgebildet ist. Und ich habe versucht, diesen Abbildungen und Beschreibungen zu folgen. Zum Glück gab es auch noch Bewegungspfeile. Warst du alleine damit? Ja, ich habe für mich angefangen und habe aber geschaut, also es gab in der DDR, gab es Tai Chi so gut wie gar nicht. Es gab schon, gerade so im Schauspielbereich, gab es einige Gruppen, die sich da getroffen haben, aber da hatte ich damals keinen Zugang in Quedlinburg, wo ich gelebt habe, und habe selber angefangen und habe dann aber relativ schnell durch das Karate, ich habe auch Karate schon unterrichtet, obwohl ich es autodidaktisch gelernt hatte. Und einfach diese Tapferkeit gehabt zu sagen, so, ich fange jetzt an, das auch zu unterrichten. Und habe dann nach der Wende relativ früh eine Tai Chi-Lehrerausbildung gemacht. Und da hatte ich dann das erste Mal wirklich den Kontakt zum Tui Shou auch. Und das war furchtbar, weil ich jemanden gegenüberstand, der die ganze Zeit sagte, boah, bist du fest, kämpfst du. Ja? Wo ich heute weiß, ja, er auch. Und ich einfach überhaupt nicht in meiner eigenen Wahrnehmung war, sondern irgendwie versucht habe, da irgendwie durchzukommen und dadurch auch das Gefühl gut nachvollziehen kann, wenn Menschen das erste Mal mit Tushu in Kontakt kommen und das ausprobieren wollen. Ja, weil man wirklich ja vor etwas steht, was sich ja auch überhaupt nicht auf den ersten Blick erschließt, worum es eigentlich gehen kann. Ich möchte an dieser Stelle mal ganz kurz einschieben, dass wir drei Folgen haben, in denen auch das Tai Chi in der DDR oder das Fehlen des Tai Chi in der DDR zur Sprache kommt. Und das ist eine Folge aus der Sächsischen Schweiz und die andere aus Cottbus. Ich kann das ja auch noch mal unten in die Kommentare schreiben. Härte im Toisho, ganz häufiges Problem. Ich behaupte jetzt mal, Härte entsteht aus dem Willen, nicht besiegt zu werden. Aus diesem Willen, nicht besiegt zu werden, der aus der Angst entsteht, besiegt zu werden. Ich habe vor ein paar Tagen mit jemandem trainiert, der hat gesagt, ich mache mich immer ganz hart, damit du jetzt lernst, wie du mit Weichheit dieser Härte begegnest. Das war ein großer, sehr, sehr kräftiger Mann. Er war nicht wirklich einfach für mich. Also umso härter mein Gegenüber ist, umso schwieriger ist es, der eigenen Weichheit zu vertrauen. Glaube ich, ja. Das meinst du wahrscheinlich, oder? Ja, also gerade wenn man so eine Bewegung erstmal ausprobiert, ne, dann möchte man die Bewegungsrichtung erstmal erfahren, ohne direkt so einen zementartigen Widerstand zu haben, ne. Dann ist es natürlich möglich, auch mit Weichheit diesen harten Widerstand zu umfließen, etwas damit zu machen. Dann ist es auch sinnvoll, wenn man die Härte bekommt, damit man den anderen über die Härte kontrollieren kann. Die Weichheit, die ja vermeintlich das Schwächere ist, braucht ja auch erstmal Vertrauen in mir, dass ich das zulasse, dass ich das Zulassen zulasse. Und dieses Vertrauen ist natürlich leichter zu finden, wenn mein Gegenüber erstmal kooperativ ist. Wenn der Push oder die einwirkende Kraft nicht ganz so stark, so schnell und so ungewohnt kommt, sondern wenn man erstmal mit gewohnteren, ruhigen, sich langsam steigernden Kräften zu tun hat.
Selbst das ist schon eine große Herausforderung, das zu akzeptieren und zuzulassen. Und da gleich jemand gegenüberzustehen, der es einem ganz bewusst nicht leicht machen möchte, der ist einfach dass sich diese natürliche Verbindung in mir schon so selbstständig, so breit gemacht hat, dass ich damit locker umgehen kann, ist einfach noch nicht da. Ja, und dann komme ich dann unweigerlich in meine alten Muster von Kampf, Flucht und selber einfrieren. Kannst du das umformulieren in eine Art handlichen Tipp für Leute, die gerne Toyshow machen oder machen möchten? Also der Tipp wäre, wenn du Toyshow machst, dann übe in einem Tempo, in dem du wahrnehmen kannst. Übe in einem Tempo, in dem ihr miteinander wahrnehmen könnt, also ein Reisetempo sozusagen, wo man am Rande des Weges die Dinge sieht, die da einfach wirklich stattfinden. Und nicht in einem D-Zug-Tempo mit einer unglaublichen Kraft, wo man gar nicht mitbekommt, was eigentlich gerade passiert. Also Tai Chi ist ja deshalb so langsam, weil es um die Wahrnehmung geht, ums Loslassen geht, also wo du auch loslassen kannst. Das wäre so das eine. Und dass ich mir eine Atmosphäre herstelle mit meinem Gegenüber, in der ich das auch so machen kann. Also da ist Absprache eine ganz große, ganz wichtige Grundlage, finde ich, dass ich mit meinem Gegenüber abspreche, was möchte ich eigentlich üben. Was natürlich leichter ist, wenn ich schon weiß, was ich üben möchte. Aber wenn ich das noch nicht so richtig weiß, auch das zum Ausdruck zu bringen und zu sagen, du, so weit bin ich noch nicht. Können wir so üben, dass ich die Dinge erfahren kann? Und da muss man auch gucken, also neben dem Üben an sich spielt ja auch die menschliche Beziehung dann auch immer eine Rolle und wie die beiden miteinander üben. Und es gibt häufig auch die erfahrenen Schüler, Schülerinnen, die dann auch die Idee haben, ins Unterrichten zu gehen. Auch dazu sagen, ja, ich möchte jetzt nicht von dir unterrichtet werden, sondern ich möchte mit dir üben. Ja, das sind so Dinge, die also hilfreich sind. Ich hatte mal die Situation bei einem Toyshow-Treffen, wo jemand mit unglaublicher Kraft auf mich zugepusht hat und ich dann nach dem fünften oder sechsten Mal, also auch aus dem Nichts heraus auch, ne, also es passierte erstmal so ein Wabern und dann plötzlich gab's einen Donnerschlag, wo ich dann gesagt habe, damit kann ich noch nicht arbeiten. Also können wir einen Weg finden, dass ich das üben kann. Ja, ich glaube, das sind so, also eine Atmosphäre sich herzustellen, in der du selbst gut üben kannst. Ja, das ist die Entschleunigung des Übens, die Sanftheit des Übens und trotzdem Klarheit. Also, dass man ehrlich ist in der Sanftheit, dass man sich nichts vormacht, sich nichts einfach so schenkt, sondern sagt, okay, wir reduzieren das Tempo, wir reduzieren die Kraft, aber es bleibt immer noch ein klarer Push. Also ich höre nicht vor dir auf zu pushen oder ich pushe nicht gegen die Wand, sondern ich pushe zu dir. Ja, es gibt eine ganz klare Richtung davon, dass man also da eine Klarheit und eine Sanftheit findet. Und eben auch im Umgang miteinander einen Weg findet, dass das Üben überhaupt möglich ist. Ja. Ja, dem stimme ich zu. Lass uns nochmal zurückgehen zu deiner Tai Chi-Richtung. Der Herr Ma ist nach Buenos Aires ausgewandert. Es gab eine Zeit in Südamerika, Chile und Argentinien, die dort viele Einwanderer gesehen hat aus allen möglichen Ländern, unter anderem auch aus Deutschland. Der Herr Ma ist damals nach Buenos Aires gezogen. Weißt du, ob es da noch eine große Schule gibt, die er gegründet hat? Gibt es die noch? Ma Zongquen selbst hat eigentlich gar keine Schule in dem Sinne gegründet, sondern hat einige Schüler gehabt. Derjenige, der eine Schule gegründet hat, die auch noch existiert in Argentinien, in Buenos Aires, ist Fernando Schedel. In der Schule war ich auch vor ein paar Jahren mit Fernando auch gewesen und anderen Schülern aus Deutschland. Und habe auch ja einige Freunde dort in der Schule. Ja. Kommt er manchmal nach Deutschland, um hier zu unterrichten? Fernando lebt zum Glück, also für mich zum Glück, nicht mehr in Buenos Aires, sondern mittlerweile in Nordspanien. So vor der Pandemiezeit war er regelmäßig in Deutschland und Berlin. Im Moment unterrichtet er nur in Spanien und ist damit aber auch recht gut zu erreichen. Was mich dann bewogen hat, den Stil zu beginnen und auch nach wie vor diesem Stil zu bleiben, sind ganz verschiedene Dinge. Das eine ist, traditionell in China und auch bis heute, soweit ich das weiß, sind alle Chinesen offiziell Rechtshänderinnen und entsprechend sind die Formen gestaltet. Und das ist halt im Ma Zongquen Tai Chi ein bisschen anders. Wir haben eine Kurzform, die ist komplett beidseitig. Also jede Sequenz, die ich übe, übe ich beidseitig. Dann gibt es die lange Form. Die ist angelegt an der Yang-Form, an der langen Yang-Form, die ja auch im Wu- und Sun-Stil von den Namen zumindest her entsprechend geübt wird. Und dann gibt es die schnelle Form, das ist eine eher formlose Form, in der auch alle Sequenzen wieder beidseitig sind. Also diese Beidseitigkeit ist für mich ein ganz interessanter Punkt gewesen. Und die Formen, die wir kennen, sind eigentlich eine Folge von Siegerfuß.
Also du kannst, wäre die Form jetzt zum Beispiel einfache Peitsche gewonnen. Fersenstoß erfolgreich gewesen. Faustschlag erfolgreich gewesen. Es gibt also in der Form gar nicht die Idee, dass etwas sich verändert, was ich vorhabe. Also es ist alles, was ich beginne, kommt, so wie ich das kenne, zu einem relativ erfolgreichen Abschluss. Und das gibt es sicherlich, die Ideen gibt es in anderen Formen und Stilen vielleicht auch. Ne? Aber ich kannte sie damals noch nicht und stand dann vor der Herausforderung, dass ich in einer Form etwas übe, wo ich dann, also ich beginne einen Push als Beispiel, in der Kurzform gibt es am Ende der Diagonalen in der Form, da beginne ich mit einem An und mein gedachtes Gegenüber versucht, meinen Arm zu hebeln. Und dann wandelt sich mein Push in ein Pangjin, in eine Leere. Na, das heißt also, ich folge einem Sog, den ich mir vorstelle, der meinen Push hervorruft und dann plötzlich verändert sich die Situation und ich muss die Idee des Pushes von meinem inneren Tisch wischen und es wandelt sich ganz natürlich in das Pangjin, das dann wiederum mit dem Lü zusammen den Hebel löst. Dieses Prozesshafte, dieses Interaktive, das ich in der Form übe, das habe ich so vorher in keiner Form, die ich vorher geübt habe, erlebt. Zumindest nicht in der Art, wie ich sie unterrichtet bekommen habe. Es kann sein, es ist enthalten, aber es hat mir bis jetzt niemand so unterrichtet. Und das ist auch ein anderer Grund, warum ich den Stil übe. Das ist Fernando selbst, der mich also immer auf den Topf gesetzt hat und versucht hat, mich von der Technik wegzuholen, hin zu einem natürlichen, verbundenen Zusammenspiel mit dem anderen. Unbewusst gab es da wohl eine Sehnsucht, genau diesen Weg zu gehen. Und das ist also die Person selbst, Fernando selbst, der mich bewegt hat, diesen Weg zu gehen. Und halt ein Curriculum, wie ich finde, das eine sehr große Klarheit hat, wo auch die Anfängerform, also die Form, die ich am Anfang übe, keine Anfängerform ist, sondern keine Raketenstufe, die ich abwerfe, sondern ich kehre immer wieder zu dem, was ich gelernt habe, zurück und alles, was ich übe, kehrt zum Stehen zurück, kehrt zu den Basisübungen, zu den einfacheren Formen zurück, egal wie komplex das Geschehen ist, was ich gerade übe. Es wird mit allen, in allen Formen kann ich die Dinge üben. Ist das so, dass du eine Form lernst und jede Bewegung sofort in beide Richtungen lernst? Die 13er Kurzform ist von Anfang an beidseitig gehalten. Als es diese Form noch nicht gab, also der Stil ist auch, der ist einfach auch entstanden ab der 70er Jahre, hat Ma Zhong Quan noch die Chimman Ching-Form unterrichtet und hat sie dann beidseitig von vornherein ausgeführt. Das heißt, wenn du mit der Form zu Ende warst, hast du danach die Form nochmal auf der anderen Seite begonnen. Du hast aber nicht in der Form Elemente gehabt, die sich abgewechselt haben, die mal rechts und mal links vorgekommen sind. Aber so ist es in deiner Kurzform. Ja, die erste Sequenz ist das Lanqiu-Wei, das Spatzen am Schwanz fassen, die ja in der Yang-Form zum Beispiel, in der klassischen Yang-Form, ja nur mit dem rechten Fuß vorne durchgeführt wird. Diese Sequenz in abgewandelter Form mit der Ma Zhong Quan-Interpretation führst du zweimal auf der rechten, zweimal auf der linken Seite durch, abwechselnd. Es gibt in der Form, also für mich, so würde ich das sagen, es gibt keine Seiten, weil es alle Seiten gibt. Also es gibt kein rechts und kein links, weil es immer rechts und links ist. Früher war es so, wenn wir Partnerübungen gemacht haben und bestimmte Techniken und deren Qualitäten darin, dann gab es so eine Schokoladenseite und dann gab es die nicht so Schokoladenseite. Und dann war ich immer ganz froh, ja, wenn Fernando kam und ich war gerade bei meiner Schokoladenseite. Also ich bin Rechtshänder, aber ich habe nicht mehr so die Schokoladenseite, weil beide Seiten ausgewogen Teil eines Ganzen sind. Ja, also ich mache es im Moment so, dass ich neue Schülerinnen und Schüler, die Anfänge der Form, die sie gerade eben erst lernen oder gelernt haben, durchaus auch andersrum ausführen lasse. Das verläuft sich dann hinterher wieder, wenn man mehr Form kennt, dann bleibt leider im Unterricht einfach nicht die Zeit, das zu machen, weil ja die meisten Leute einmal in der Woche kommen. Obwohl wir auch die Gelegenheit bieten, dass man so oft kommen kann, wie man möchte, zum gleichen Beitrag. Würdest du denn so allgemein in die Tai Chi-Welt rufen wollen, Leute, macht doch einfach mal eure Form auch mal andersrum? Mach vor allem deine Form nicht so, wie du sie immer machst. Das heißt, was ich jetzt nicht meine, ist, sie zu vertanzen, sondern was ich damit meine, ist, versuch, ja, zum Beispiel auch mal zu schauen, was ist, wenn das, was ich tue, gerade nicht gelingt. Also ich stelle mir mein Gegenüber vor. Plötzlich sieht die Situation anders aus. Was ist denn dann jetzt auf einmal? Das muss ich auch machen, wenn ich gerade nicht weiß, wie es weitergeht. Ja, und dass ich einfach schaue, dass ich da nicht abbreche. Sondern dass ich die Bewegung dann weiterführe und dann damit in die Improvisation komme
mit etwas, was nach Möglichkeit nach wie vor Himmel und Erde verbunden ist, verwurzelt ist und leicht und fließend auch stattfindet. Gut, Martin. Ja, wollen wir das einfach als letzte Idee in unserem Gespräch so nachschwingen lassen? Tai Chi hat seine Prinzipien, aber es ist nichts Starres. Es braucht unbedingt die Flexibilität. Und auch im Üben kann man vielleicht mal mehr Flexibilität einbringen. So als Schlussgedanke, der sich noch so ein bisschen setzen kann nach dem Hören des Podcasts. Das war spannend, interessant, neue Aspekte. Ich danke dir, dass du dabei warst und vor allem auch in der letzten Folge, wer die noch nicht angehört hat, dem sei sie ans Herz gelegt. Und ja, danke euch fürs Zuhören und schaltet gerne mal wieder rein. Mach's gut und danke für die Einladung. Tschüss. Tschüss.